Guten Morgen, ich bin zum x-ten Mal am ASO-Seminar endlich wieder einmal live. Ich freue mich sehr auf das Networking, aber auch auf spannende Vorträge. Ich bin heute am ASO 2022, weil es eine gute Gelegenheit ist, um Leute zu treffen, Kunden zu treffen, Lieferanten zu treffen, aber es immer sehr gute Vorträge am ASO Summit gibt. Das Spezielle am ASO Summit ist, dass man viele Leute trifft aus der Branche, Branchenkenner, wo man sich austauschen kann. Gelegenheit, die man sonst eigentlich im täglichen Leben nicht hat. Networking am 47. ASO Seminar ist voll am Laufen. Es ist spannend, Leute wieder zu sehen, sich austauschen zu können, endlich nach 2 Jahren Pandemie. Digitalisierung ist für die Schweiz eine grosse Chance, aber es sind auch noch relativ viele Hausaufgaben zu machen. Wir sind mitten in einer entsprechenden Transformation. Wir haben heute schon einiges gehört, wohin die Reise geht. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, aber auch um die Sachen anzupacken. Die Schweiz muss mutiger sein, mehr Risiken einzugehen, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, wieder aufzustehen, vorwärts zu laufen. Das 47. ASO-Seminar ist schon bald Vergangenheit. Es hatte viele Highlights gehabt, wie CEO-Talks, Auskunft von CTOs, spannende Einblicke aus der Politik mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Sehr spannend war für mich. Man sieht, Handlungsbedarf gibt es im Bereich Infrastruktur für die Schweiz. Da muss man noch einiges machen. 5G ist sicher etwas, wo man Gas geben muss. Und für mich persönlich ganz wichtig AI, das ist das Thema, mit dem ich mich schon beschäftigt habe, aber jetzt heute gezeigt hat, dass noch mehr bei mir auch im Fokus wird sein.